Wir haben die Schule wieder. Sie wissen, unser Ministerium und ich auch, wir haben sehr dafür gekämpft und uns eingesetzt, dass Schule wieder auch als ein sozialer Ort existent ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Kinder, Jugendliche ihre Freunde wieder treffen, dass sie sozusagen eine verbindlichere Zeitstruktur bekommen, auch eine Sinnstruktur. Gerade bei der Oberschule ist es eine wesentliche Sache. Also dahingehend war mir Schule immer sehr wichtig. Aber ich habe auch gesagt, angesichts dieser Inzidenzzahlen können wir nicht die Schule einfach aufmachen, blauäugig, naiv und sagen, kommt alle, sondern wir haben eben ein dreifaches Sicherheitsnetz gewoben, Ausdünnung über Schichtbetrieb, Maskenverpflichtung, aber eben auch oftmalige Tests. Sie werden dann gleich sehen, wie einfach diese Tests sind. Und ich bin ganz sicher, dass sich diese Tests in einen routinierten Tagesablauf einfügen werden. Sie sind ganz problemlos, niederschwellig. Sie tun nicht weh im Unterschied zu den tiefen Nasen-Rachen-Abstrichen. Und sie schaffen zumindest für eine gewisse Zeit eine gewisse Sicherheit. Wir sagen auch, die Sicherheit ist nur für eine Zeit gegeben. Man möge jetzt nicht übertreiben, deswegen auch weiterhin das Tragen von Masken, weil die Tests eben nicht zu 100% sind. Aber sie sind mit Sicherheit besser, getestet zu sein, als nicht getestet zu sein. Wir haben ja insgesamt ein gigantisches Volumen beschafft, glaube ich, 26 Millionen Tests angeschafft. Die sind teilweise auf dem Weg. Unser Haus hat die Logistik organisiert. Ich habe gar nicht gewusst, welche Kapazitäten und Potenziale in unserem Haus wohnen. Im Bildungsministerium Flugzeuge gechartert, die Sachen aus China nach Österreich gebracht. Das ist schon eine wirklich beachtliche Leistung. Deswegen verstehen Sie auch, warum ich manchmal sage, das ist schon ganz respektabel, auch im europäischen Vergleich. Vielleicht sind auch Medienvertreter da aus dem Ausland. Deutschland schaut, wie machen es die Österreicher, weil vielleicht ist das ein Weg, um einen gesicherten Schulstart, aber auch eine gesicherte Schule sicherstellen zu können. Ja, also wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich bin eigentlich optimistisch, aber auch verantwortungsbewusst, sowohl den Schülern, den Lehrern, aber auch den Eltern gegenüber. Und deswegen das oftmalige Testen.